Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mordor's Schatoll 9. Wir sind hier an der Stelle vom letzten Mal und werden jetzt den Plan genauso umsetzen, wie das letzte Mal gedacht war. Nämlich werden wir diesen Quest hier annehmen und diesen Typen umlegen. So wie wir das schon das letzte Mal vorhatten, mit erst verstecken etc. pp. Die anderen fünf da hinten umlegen und uns dann um den Großen hier kümmern. Weil wir haben ja das letzte Mal die gegnerische Armee leider hart aufgestockt, als wir da gefailt haben. Leider! Das funktioniert ja tatsächlich mal wie geplant. Sehr schön. Sind wir allein? Menschenabschaum! Ich hoffe, das hat noch niemand gehört. Ich hoffe, du erwartest keinen anderen Ausgang. Doch, den erwarte ich. Alter, der hat aber auch Power. Dämlich. Das gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Wie soll ich denn an den rankommen? Na gut, warten wir hier. Und machen denselben Plan vom letzten Mal. Der diesmal hoffentlich besser gelingt. Was sollte dieses Gebrüll vorhin? Hat geklungen, als hätte jemand Karluk verärgert. So, na kommt, geht da hin, Ork-Freund, zu eurem neuen Anführer. Unsere Hauptmänner haben sich mit denen aus dem Osten getroffen. Immun gegen Fernkampf, was zur Hölle? Wir müssen uns zu einer großen Armee zusammen. Ja, das heißt, wir werden jeden Widerstand umso schneller brechen. Los, bevor es abhaut! Ja, na kommt, geht mit dem. Sehr gut. Geht näher an diese Fackel daran. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Du solltest Angst haben. Nur einer von ihnen kann dich in Stücke reißen. Jetzt holen wir uns zumindest schon mal ein Pin. Ich bin zu klug für diesen Trick. Scheiße. Schmerz fürchte ich nicht! So, Nakra, Totauge, du wurdest zwar befördert, aber das ist dein Ende. Wir töten besser gleich beide. Zeit zum Machen! Vergiss es! Was? Dummer Waldläufer! Ich töte dich! Ja, on down. Immun! Wie soll ich den denn dann down kriegen? Hat ein Schild. Karagor vielleicht. Karabor. Reiten stellt bei jedem Schattenangriff 36 Fokus wieder her. Der ist bestimmt auch immun gegen Schleichangriffe. Könnte ich mir vorstellen, wenn das schon jetzt so eine Bestie ist. Wir werden mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Karagor finden. Karabor, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ist ja auch egal. Der restliche Plan hat jedenfalls toll funktioniert, muss ich gestehen. Muss im nächsten Kampf
zeigen, wie hart ich bin, oder der Anführer reißt mir den Kopf ab. Ich weiß nicht, wie weit man von so einem Ziel weg darf, ohne dass man da, ich sag mal, Anschiss kriegt. Oder dass quasi Mission abgesetzt wird. Aber ich sag mal... Ah, nein, seht ihr? Naja, egal, wir haben jemand anderen gekriegt. Was soll ich denn jetzt? Achso, ich muss kreisen. Ach nee, muss ich nicht. Na egal, den holen wir uns später. Der war tatsächlich, ich würde sagen, jetzt noch zu schwer. Tot. Na gut, dann machen wir aber da hinten weiter. Da gab es nämlich trotzdem noch einen Auftrag. Sie haben sich in Dortan ganz schön gut angerichtet. Die Häuptlinge scheinen sich keine Sorgen wegen des Tags zu machen. Warum soll ich das? Naja, wegen des Tags macht sich keiner Sorgen, aber meinetwegen vielleicht schon. Das Lustige ist, in Mordor macht sich wahrscheinlich keiner Gedanken, warum hier und da mal einer verreckt, weil da verreckt ja andauernd irgendjemand. So, wo sind wir hier? Da habe ich doch eben noch so ein Dings gesehen. Links von uns. Jawohl. Links von uns wird wahrscheinlich hier sein, ne? Die Bestie, die du jagst, ist in der Nähe. Ah, da oben. Oh. Überfall Urukop-Männer führen oft Überwachungsangriffe gegen ihre Rivalen aus der Siege. Misch dich überall ein, um Saurons Armee zu schwächen. Mhm. Ich lege einfach beide um, oder? Wehe, einer von euch Trotteln faulenzt zu viel rum! Das soll doch eine Feuerstelle sein, oder? Okay, die hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Kleines Insekt! Du bist in etwas gestolpert, das du nicht verstehst! Ist das so? Du wirst sterben! Ach ja, Heidi. Au! Oh, das war's ja schon! Was ist da los? Überfall gelöst. Shaka war erfolgreich. Was? Ich war erfolgreich. So stark war er gar nicht. Ha! Weitläufer! Ich hab doch nie verloren! Ich hab noch nie verloren, sagt er. Zack. Wo ist denn der komische andere da? Müsste mir jetzt irgendwo als roter, hässlicher Ork angezeigt werden. Ah, da hinten. Hab unseren Anführer schon ewig nicht gesehen. Wo versteckt er sich? Hat sich irgendwo. Für diese Lektion solltest du mir dankbar sein. Maden verkrochen. Der schlimmste Anführer, den wir je haben. Menschenabzug! Du bist wohl neu hier! Ja, ich bin neu hier, deswegen habe ich mich da so amateurhaft rausgeschlichen. Werkzeug! Ich hoffe, du hast recht! Du kannst uns nicht alle töten! Thank you.
Nein, ich wollte das auf den Großen einsetzen, na egal. Also nicht auf den Großen, aber auf den Boss. Au, oh, das war's ja schon. Fliegt ja deine Rübe weg. Wie der Rest Schiss hat. Das gefällt mir immer am besten. Grimmige Entschlossenheit. 4% Verteidigung gegen Fernangriffe. Wo ist der nächste? Ach ne, das war ja nicht hiermit. Das war hiermit. War noch irgendwo ein Warum? Komplett unbar. Der Hauptmann sollte uns nach Nord schicken. Dort ist immer etwas los. Ich sehe ihn! Frischlich! Vor langer Zeit. Kuga der Weise. Du bist nicht mehr lange weise. Jetzt seid ihr alle schwach. Der hat ja mal gar nichts gekonnt, der Typ. Scheiß die Wand an. Und schon ist er weg. Ringer des Untergangs, Stufe 5, Chance von 50% bei jedem. Bla. Dann konnte ich gar nicht lesen. Mal rein. Verbesserung. Immer noch nicht genug Macht angesammelt. Nächster Fähigkeitspunkt. Ach, hier gibt es noch Fähigkeiten, die wir irgendwie können. Ja, es wäre eine. Ah. Erhalte Mirian, indem du Sammelstücke findest und Nebenmissionen, Herausforderungen zusätzlich die erfüllst. Klar, was macht das? Erhöhte Gesundheit, Höchstwert 20. Wie viele haben wir? 930! Schalte einen Runenplatz für dein Schwert frei. Was ist ein Runenplatz? Ah, okay. Schalte einen Runenplatz für dein Dolch frei. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Erhöhen wir auf jeden Fall unsere Gesundheit. X. Was ist das? Maximal ein M-Geschoss und 2, finde ich auch. Was? Oh. Höchstwert Gesundheit um 20. Höchstwert 80 und 220, finde ich auch gut. 370 kostet das egal, wir werden das noch holen. Was denn das? Nicht entdeckt. Waffen und Runen. Eine Rune dafür? Hallo? Ah, okay. Verfügbar. Wenn eine Rune ausdrückt, vier Rune zu zerstören, zu konvertieren durch epische Rune. Erhältst du mehr als durch andere Runen. Ah. So, was ist das? Flamme von Arno AP. Chance von 20%. Das kritische Treffer in dem Schwertgegner anzünden und die Flamme der Klingen orange brennen. Kampftodesstöße fügen Haupt. Schaden zu. Gewährt Zugriff auf die legendäre Waffenfähigkeit von Ufels Sturm. Klingt gut. Shit, was mache ich da? Standhaft bis zum Ende. Erhalte deine zusätzliche letzte Chance. Das mit der Flamme klingt ganz schön geil hier. Aber auch das hier klingt gut. Legendäre Waffenfähigkeit von Ufels Sturm. Probieren das hier mal aus. Ach, wir können mehrere Sachen machen. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch das. Und. Was war das hier? Kampf. Todesstöße fügen Hauptmännern Bonusschaden zu. Was ist das? Chance von 20% beim tödlichen Treffer 5. Okay. Chance von 22%. Mhm. Das hier finde ich gar nicht schlecht. So. Achso, es gibt ja noch mehr Waffen.
Bogen erhöht den Schaden von Kopftreffern um 25%, stellt beim tödlichen Kopftreffer 5 Gesundheit wieder her. Das reduziert den Fokusverbrauch um 50%, beachtet der 5. Aufsteiger Runen stapelt sich nicht. Beim Dolch. Schleichtötung und Bodenhinrichtung fügen Hauptmännern und Häuptlingen Bonusschaden zu. Stellt eine Schleichaufzehrung oder Schleichbrandmarkung. Nun gegen Gift. Okay. Erhöht die Reichweite von Unlock. Was mit dem Immun gegen Gift finde ich gut. So! So, jetzt habe ich auch das mit der Geisterfähigkeit endlich mal geschnallt. Nach 9 Episoden! Hier läuft gar niemand mehr rum. Was ist das da? Diese Karagor fressen ständig Sklaven! Was ist mit uns? Ich habe auch Hunger! Wir gehen mal da oben rein. Wie macht man denn den Ansturm von da unten rechts? Ich hab's gehört. Der Schmied hat ihn in eine Grube geworfen und der Bestienmeister hat einen Grauk hinterhergeschickt. So. Meine Geisterwelt. Dann alle schon. Bloß ein Gebälk. Zum Leuchtfeuer! Du rufst niemanden mehr vom Leuchtfeuer. Okay, das brennende Schwert gefällt mir schon mal gut. Aua! Niemand zündet hier Feuer an. Na gut, nicht schlimm. Dann können wir unsere Trefferserie mal noch erhöhen. Vielleicht gibt es bei 100 noch einen Erfolg. Nein, oder? Trefferserie vorbei, wirklich? Was? Der hat mich noch getroffen, er war auch Kilometer von mir entfernt. Da steht ja einer hinter mir. Eieiei. Au, au, au. Das hat bestimmt weh. Eine 100er Serie hinkriegen? Wäre was. Ah, okay. Ein Fehlmove zählt auf jeden Fall auch. Ah! Fucking shit. Woo!
Okay, reicht. Genau, wir kämpfen mal hier weiter. Boom! Alles muss brennen! Ja, so ist es. Spring doch da runter, du Idiot! Von dir wollte ich sowieso schon immer mal was. So einen grünen Schleicher sich abfangen. Ist doch was Interessantes. Von dem will ich Informationen. Wer ist das? Murzel Fleischpulver. Ach, Fleischpuder, nicht Fleischpulver. Entschuldigung. Voll verschluckt. Alter. Okay. Ich würde sagen, die Party hier ist auf jeden Fall zu Ende, weil, ja, wir haben ja alle, alles muss brennen umgelegt. Raus hier. So, wir können ja nochmal gucken, wo wir den nächsten, in Anführungszeichen, Bösen finden, aber da waren wir doch schon recht erfolgreich. Den einen Quest, wo wir gegen den Rüstungstypen kämpfen müssen, werde ich nochmal später machen. Ansonsten sind wir auch jetzt schon das Gameplay durch. Werden uns auf jeden Fall noch die restlichen Typen von Saurons Armee holen, bevor wir im Hauptquest weitermachen, weil ich das ziemlich gut finde, dass man die ja hier schon minimieren kann, also seinen Streitkräfte. Das ist eine Sache, die ich ganz interessant finde. Wie immer hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat beim Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode und dann werden wir uns um die restlichen Hauptmänner kümmern und dann in der Hauptstory weitergehen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.